Leute, live von der Pro Tour. Ihr merkt schon, ich nehme hier einiges auf. Mir wurde hier einiges mitgebracht. Dank dem lieben Fabian. Wir haben ein Lord of the Rings Collector Display, was ich jetzt in diesem Setup aufmachen muss. Dementsprechend, ja, ich krieg's nicht besser hin. Ich gucke einfach, dass ihr alles sehen könnt und Spaß daran habt. Ich krieg's auch nicht weiter weg. Also ich kann es maximal, kann ich mal euch zeigen. Ich zeige euch das mal maximal so hier hin tun und dann leicht hochmachen. Ich meine, dann seht ihr so ein bisschen was von dem Ding. Dann kann ich zumindest die Karten, glaube ich, ein bisschen besser machen. Ich probiere mal im Setup um Sekunde. Okay, probieren wir es so. Ich mache mal das Display auf. Dann habt ihr mal einen anderen View. Seht ihr so ein bisschen im Hintergrund auch noch so ein bisschen was von den Stühlen, als wärt ihr live dabei in den Stühlen sitzend. Und ja, damit ist es offen. Das gute Collector Booster, Collector Display. Der eine Ring wurde ja schon gefunden. Dementsprechend wird der hier nicht drin sein. Aber wir haben eine Menge coole Booster, die wir öffnen können. Hoffentlich finden wir coolen Kram. Ich starte direkt mit dem Boxtopper. Was einfach daran liegt, dass ich den ganz oben drauf habe und ich will den Boxtopper haben. Ich will endlich mal Engine Tomb ziehen, weil die sehen richtig, richtig, richtig cool aus tatsächlich. Gucken, was wir haben. Ich will ihn hier natürlich nicht kaputt machen. Und wir haben Isengard, Sarumans Fortress. Das ist Boseju, who shelters all. Das ist manchmal gespielt in, damals haben wir das gespielt, mit Tufenail. Im Standard tatsächlich, im Tron. Das war ganz cool. Die Karte habe ich gestern live on Coverage auch aufgemacht. Dementsprechend, wenn ihr noch das Coverage von der Pro Tour sehen wollt, wo ich da war mit Solaris oder Tim oder Gamery, könnt ihr das gerne beim Solaris gucken gehen. Wir haben hier auf jeden Fall den Tower von Isengard. Dann geht es an die Collector Booster. Die Collector Booster nach dem einen Ring. Oh Gott. Oh nein, das sind solche. Oh Gott. Das wird ja spannend. Ich bin ganz schlecht da drin, diese Booster aufzumachen, weil die sind wirklich, wirklich, wirklich fest. Und das Problem ist, wir dürfen hier auf die Messe natürlich keine Messer mitnehmen. Auch wenn ich es probiert habe. Nein, ich meine natürlich nicht probiert habe. Nicht probiert habe. Oh Gott. Gott. Das wird wieder das Meme des Jahrhunderts werden, weil so werde ich jetzt jedes Booster aufmachen müssen. Das wird grausam. Wie immer bei diesen Boostern, wenn wir ein komplettes Display aufgehen, ich gehe ein bisschen durch, werde aber nicht jede Karte einzeln ansehen, weil das wird zu lange dauern und da habt ihr auch nichts von, da langweilt ihr euch teilweise. Deshalb gucken wir uns mal an, wenn ich irgendwas Cooles finde, werde ich dabei halten, beziehungsweise bei den Rares werde ich auf jeden Fall sowieso halten. Wir haben die Arwen, ist auch so cool, die Swamps. Hier finde ich es immer sehr, sehr cool. Es gibt zwei Arten von Swamps, das wusste ich ganz lange nicht, weil die gleich aussehen für mich. Und ja, fand ich sehr spannend. Dann haben wir Saruman of the Many Color. Das ist ein sehr, sehr cooles als Secondary Command in dem Commander Deck. Flowering of the White Tree, das ist nichts für Death and Taxes, nur weil die Leute mal fragen. Zwei Mana Legendary Creature kriegen +2/+1 in Ward und Non-Legendaries kriegen +1/+1. Call of the Eight, das ist eine Commander-Karte, wenn ich mich jetzt erinnere. Man kriegt alle Kreaturen. Das ist nicht schlecht. Gimli, der sieht richtig weird aus, weil er so klein aussieht. Aber ist halt auch ein Dwarf, logischerweise. Dann haben wir Minamu, Schools at Water Edge. Sehr, sehr coole Karte. Für mich eine Commander-Karte, weil für mich ist es halt so, ich spiele ja Ojutai und das ist eine der wichtigsten Karten. Deshalb, die werde ich mir auch noch besorgen. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Dunlap. Ein Olifant, der ist ankommend. 6 Mana, 6-4 mit Mountain Cycling. Und Aragorn, King of Gondor. Das ist der Commander aus dem Ritterdeck, beziehungsweise Menschendeck. Sehr, sehr cool. Wir haben noch Food und ja, ein Stein. Ein fliegender Stein. Dann gucken wir mal weiter. Und ja, ihr merkt schon, das ist wirklich das Meme. So, befreit haben wir es. Gucken wir mal rein. Wir haben Quarten, Karten, Watchdogs. Sehr, sehr cool. Wie siehst du denn aus? Den kann ich ja noch gar nicht. Das ist ein Orc-Soldier, der mit Goblins und Orcs interagiert. 2 Mana, 2/2. Stark. Eigentlich ziemlich stark. Feierlieber Mountain. Der ist auch richtig hübsch. Die White Mountains in Gondor und Rohan. Richtig cool. Fall of Gil-Galad. Das sagt mir gar nichts tatsächlich. Ich weiß nicht, wer Gil-Galad ist. Es tut mir leid. Manchmal bin ich in der Lore dann doch nicht so fest. Dann haben wir Glamdring, das ist auf jeden Fall ein Schwert von Gandalf anscheinend.
Galdrim Ambush Elfen machen. Die ist tatsächlich ganz cool, weil die hat tatsächlich eine, die Spider-Card auch günstiger gemacht. Die ist ähnlich wie die Spider und wir haben beim Commander Compass darüber gesprochen. Die ist eigentlich eine ganz coole Karte. Dann haben wir Elrond in diesem Ring-Artwork, auch sehr cool. Wither Drop, das ist der Deserted Temple. Tap Target Land, das. Yeah. Dann haben wir Knights of Dol, Dol am Rand. Okay. Die Bat, die überlegt wird, ob sie im Commander gebannt ist, zu stark ist, mit 4 Mana 2-3. Immer wenn eine Kreatur oder ein Token ins Spiel kommt oder geopfert wird, verliert jeder Gegner ein Leben. Das ist halt sehr, sehr stark, weil sie Token sind. Und The Shire. Kommt. GitHub des Spiels sein, man kontrolliert. Nee. Kommt GitHub des Spiels sein, man kontrolliert ein Legendary Creature. Und man kriegt Food ohne Ende. Diesen Food. Ja. Also bisher muss ich sagen, geht da noch was, glaube ich. Da muss man noch ein bisschen drauflegen. Aber wir sind auch erst bei Booster 2. So viel Arbeit, wie ich beim Öffnen der Booster habe, würde man denken, ich bin schon bei Booster 35. Weiter haben wir es. Und wir sehen hinten drauf, das ist eine Smoke Token. Okay, irgendwas in diesem Deck, in diesem Ding macht Smoke Tokens. Bombardier. Troll auf Khazad-dûm. Das ist ein Legacy Staple. 6 Mana, 6, 5 und ja, viele andere auch. Ist, glaube ich, sogar Pauper aktuell. Bisschen in so einer Art von Scam Reanimate. Sehr, sehr cool. Kann nur von drei oder mehr Kreaturen geblockt werden mit Swamp Cycling. Dann haben wir die. The Torment of Gollum. Der arme Gollum. Nochmal Elrond. Eowyn Lady. Die ist auch sehr, sehr cool. Für Equipment Decks. Plains mit The Shire. Ich finde es ein bisschen seltsam. Wir haben hier gerade eben The Shire gehabt. Und The Shire tappt für grün. Und hier ist The Shire in Plains. Das finde ich ein bisschen. Ja, das widerspricht sich ein bisschen. Fall of Kerandros. Die Spider-Demon. Child of Angoliant. Sehr, sehr coole Karte. Wirklich sehr coole. Spider haben Death Touch und Ward 2 ist sehr stark. Pippin, Ward of Isengard. 202 Partner with Merry. Wenn jetzt nicht Merry dahinter ist, nee, ist Faramir. Schade. 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 Sauron the Necromancer, der sieht ja richtig cool aus. Stark mit den Wraths, es sei denn, der ist der Ringbearer. Shire Shriff. Ein Nazgul in Foil, sehr cool. Die sind ein bisschen seltener, die Nazgul, als ankamen. Sind, glaube ich, immer noch in Non-Foil, glaube ich, bei 8 oder 9 Euro. Dementsprechend mal gucken, was die in Foil sind. Auch sehr, sehr cool. Und Fangorn Tree Shepherd. Ich glaube, der ist sogar auch was wert. Mit 7 Mana, 14. Treefolks haben Wachsamkeit. Immer wenn ein oder mehr Treefolk angreift, kann man zweimal so viel grünes Mana machen und ungrüne. Und grünes Mana, ungenutztes grünes Mana, verschwindet nicht in Endsteps. Sehr cooler Treefolk-Dude. Wirklich cooler Treefolk-Dude. Dann habe ich beides ganz. Das war okay. Das war okay. Gucken wir mal, ob wir weiterkommen. Ja, 20 Euro, ich glaube, so ein Booster kostet 40. Das heißt, der eine Nazgul hat ungefähr die Hälfte von dem Booster ausgemacht. So, gucken wir mal, was wir weitermachen. Clash of Balrog, Gimlus X. Shadowfax. Sehr, sehr cooler Legendary Horse Commander, wenn man Horses spielen möchte. Die Insel. Garcies. Dawn of New Age. Richtig coole Karte, wird aktuell auch ein bisschen rumgetestet mit. Sieht wirklich cool aus hinten mit dem White Tree. Sehr, sehr cool. Mithril Code. Die Karte hat im Deutschen einen Misprint tatsächlich. Im Deutschen steht da auf Target Creature You Control. Also wenn ein Spiel kommt, attached to Target Creature. Es ist aber Legendary Creature. Dann haben wir Lothrian Blade. Wir haben so viele Waffen hier drin. Samwise. Schon sehen. The Party Tree. Einmal Greathand, bitte. Danke. Nice. Kostet, glaube ich, auch noch irgendwie 10er oder so oder mehr. Dann haben wir Many Partings, Rising of the Day und Aragorn the Uniter, nicht Unifier, Uniter. Für 4 Mana 5-5, immer wenn man einen weißen Spell cast, kriegen wir einen 1-1 Soldier. Im Blauen dürfen wir Scry 2 machen, im Roten können wir 3 Schaden schießen und bei einem Vierten kriegt er eine Kreatur plus 4 plus 4. Bei einem Grünen kriegt eine Kreatur plus 4 plus 4. So ist richtig. Sehr, 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 sehr cooles Booster. Der Aragorn ist halt wirklich ein nice Dude, sag ich mal. So, dann gucken wir mal, was wir weiter haben. Das sind immer, ich glaube, die nummerierten Ringe sind, glaube ich, auch hier irgendwo am Anfang dabei. Die vierte Karte, genau. Und dementsprechend, genau, Balrog, Durinbane, Ranger, Great Eagle. Was macht der denn nochmal? Fliegend und 3 Leben kriegen wir einen 3-3 Bird. Sehr cool. Plagrant Took.
Castle Ardervale, die spiele ich tatsächlich auch im Legacy manchmal. Sehr cool. Legend of the Balrog. Gollum, Patient and Plotter. Den gibt es auch, glaube ich, in 3 oder 4 Artworks. Ganz krass. Und, okay, kann man machen. Orkish Bowmaster in Foil in Full Art. Ich glaube, das hat zumindest das Booster bezahlt. 2 Mana, wahrscheinlich ein bisschen mehr. 2 Mana 1/1 Flash, wenn er ins Spielfeld kommt. Oder wenn der Spieler, der Gegner eine Karte zieht, die nicht die erste in seinem Zug ist, kriegt er, kann man einen Schaden schießen auf irgendein Target und kriegt eine Amas Ork 1. Und ja, das waren 60 Euro, das ist okay. Und ja, sieht man hier auf der Pro Tour ohne Ende, Modern ohne Ende, Legacy ohne Ende, Commander ohne Ende. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir sind, glaube ich, kurz vor der Halbzeit und dementsprechend versuche ich ein bisschen abzuschließen. Und da haben wir einmal das Brot, der Wenger. Es sieht ein bisschen fainted aus manchmal, ist es aber tatsächlich gar nicht. Ihr seht es in der Kamera, es ist doch sehr, 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 sehr shiny, aber es ist nicht so ein unangenehmes Shiny tatsächlich. Der Helpful Guide zu Mergol, der Corrupted Sheriff, weil man nicht Sheriff sagen kann, oder was? Sauron, Herr der Ringe. Noch ein Nazgul, ist da nochmal 5, 6, 7, 8 Euro. Faramir, Prince of Innen, der arme Dude, der so ein bisschen die, die Hobbits sieht mit ihrem Ring, der gerne ran möchte. Eomir, Marshal of Rohan, sehr coole Karte tatsächlich. Wizards and Rockets, ich verstehe immer noch nicht, warum diese Karte existiert. Sie ist super witzig, weil sie halt, ja, es ist das Feuerwerk von Gandalf und so weiter, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Und ein Legolas Master Archer. Ein Kollege von mir hat damit ein komplettes Deck gebaut, ein Commander-Deck, und die Leute hassen es. 3 Mana 1-4 Reach, immer wenn man einen Spell castet, der den targetet, kriegt er eine +1/+1-Marke. Und immer wenn man einen Spell spielt, den man eine Kreatur targetet, die man nicht kontrolliert, fügt er so viele Chance-Punkte zu, wie er stärker hat an der Kreatur. Das ist sehr, sehr stark. So. Jetzt sind wir Halbzeit und jetzt machen wir mal, gucken wir mal rein. So, befreit. Das erste, was ich sehe, ist eine Ork-Army. Sehr, sehr cooler Token. Es gibt ja 2 Ork-Armies, entweder die Weiße Hand oder eben die normalen Orks. Ich bin ja tatsächlich bei den normalen Orks. Dementsprechend, ja. Nochmal die Bat in Non-Foil irgendwas. Gothmog, The Forest, Gandalf the Grey, eine der ersten gespoilerten Karten, glaube ich. Wirklich eine sehr, sehr interessante Karte. The Ring Goes South, 4 Mana, The Ring Tempts You, dann die obersten X Karten anhand der Legendary Creature. Okay, krass. Einmal der Ring Wrath, das ist auch einer von den Wraths, aber halt ein anderer. Mit 6 Mana 5-5, wenn der Spiel bekommt, kriegt eine Karte -2/-3. Wenn es eine Legendary ist, verliert der Gegner 3 Leben. Und der Ring Tempt You, nee, immer wenn der Ring getemptet wird, kann man ihn aus dem Friedhof zu auf die Hand nehmen. Frodo Baggins, Morgul Knife, Shadow Spear, auch eine sehr, 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 sehr coole Karte und auch nicht so günstig tatsächlich. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Frodo Saurons Bane. Das ist, glaube ich, nicht der, den ich brauchte. Dementsprechend, schade. Da steht auch unten Bundle dabei. Ich hätte gerne noch andere aus den Bundles tatsächlich. Dann haben wir noch mal den Gothmog, Leutnant. Und Eowyn, Shieldmaiden, das ist eine andere Commander. Mit 5 Mana, 5-4, Erstschlag, immer wenn der Schaden eine andere Nicht-Human-Kreatur angreift. Was? Zu Beginn des Combats, wenn eine andere Nicht-Human-Kreatur ins Spiel gekommen ist, dann kriegen wir 2-2 Human mit Trample-Eile. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Manchmal dürfen wir eine Karte ziehen. So. Manchmal ist es mit dem Lesen auch echt schwierig hier in der Halle. Also, so viel wie hier abgeht. Und hier ist dann so die als 4. Karte, schade. Das fände ich einfach so gut, wenn es sind immer solche Booster, wo es dann ist. Insel. There and Back Again. Das macht den Smaug-Token. Elfskorus, die habe ich tatsächlich on stream jetzt gesehen. Auch sehr, sehr stark, weil man sie von der Top casten kann und nicht Karten zieht. Dann Lobelia, auch ganz cool. Gandalf, Friend of the Shire, das ist auch die Promo hier von dem Ding. Dann Baradur. Baradur, auch hier einer von den Cycle mit Amas Ork X. Mit Amas Orks. Dann haben wir Prinz Amir. Kenne ich nicht. Und immer wenn man die 2. Karte zugespielt hat, gezogen hat, kriegen wir einen 1 als Soldier. Okay, kenne ich nicht. Samwise Gamgee, da wird ein Combo-Deck hier rumgespielt. Das läuft hier irgendwo rum. Zu dem Tentakel sage ich mal wieder nichts. Und ja, Samwise Gamgee ist ein Combo-Deck tatsächlich, was hier auf der Pro Tour gespielt wird im Modern. Dementsprechend
Wahrscheinlich kein allzu schlechter Pull. Wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal weiter. 4 Booster haben wir noch. Jetzt ein Ring. Kein Ring. Kein Ring, kein Ring. Immer noch kein Ring. Stone of Edge. Ein Swamp. Pillar of Galadriel. Mana, noch eine Lobelia. Fourth Earring Glance, das ist auch eine ziemlich teure Karte geworden. Die sind im Commander-Deck drin und wird aktuell im Legacy ganz, ganz hart gespielt. Das heißt ganz, ganz hart. Es gibt einige Decks, die sie spielen und dadurch wurde das Ding richtig gehypt und ist wirklich teuer geworden. Vor allem für eine Commander-Karte. Mines of Moria, einer von dem Circle. Die Wizards Rockets. Faramir Field Commander. Und Shadow of the Enemies. 6 Mana Sorcery. Man exiliert alle Karten aus einem Friedhof von einem Gegner. Man kann diese Karten daraus spielen und Mana beliebiger Farbe nutzen. Geil. Das ist ja mal ein geiler Zauber. Und ui, ist das ein cooler Human Soldier. Ui, ist der cool. Das ist ein cooler Token. Das wäre ein cooler Token. Wieder mal befreit. Komm schon. Ich fände es so cool, einfach nur einen Ring rauszunehmen, wäre so, so, so cool. Ich einfach so hart gönnen. Wir werden Eomir, Marshal of Rohan. Wie gesagt, ich finde ihn eigentlich ziemlich cool, weil er einfach so ein Legendary Matters-Ding ist. Isildur Fate Strike, a Legendary Instant, fand ich sehr, sehr interessant, als der das erste Mal gespoilert wurde. Kann man eben nur spielen, wenn man einen Legendary Creature oder Planeswalker hat. Finde ich sehr cool. Gondor's Hope, auch der sehr, sehr, sehr cool für Humans. Und nochmal den Gimli, den hatten wir schon. Dead Marshes, Nurborg, in Non-Foil, in mein bester Kumpel hat Jahre danach gesucht, weil es gibt in Deutschland anscheinend nicht so viele Leute, die das verkaufen. Der ist mittelmäßig teuer, weil es ein Urbock ist. Aber nee, es hat irgendwie nie einer einen online. Und der sieht, er sieht nur so aus. Durch das Artwork sieht es aus, als wäre der total verschoben. Seht ihr das? Aber der ist nicht verschoben. Strange. Dann haben wir einen Olifanten. Ja. Und Nasty End. Ist auch ein sehr cooler Sinn. Und wir haben Gandalf the Grey in dem Artwork. Das war, wie gesagt, eine der ersten Karten, die gespoilert wurde. Und in diesem Artwork fand ich den sehr, sehr cool hier mit dem Balrog, der ihn nach unten zieht. Sehr, sehr cool. Und da ist die Ork-Army, die ich bevorzuge. Im Vergleich zu dieser Ork-Army. So, 2 Booster noch. Zweimal die Chance auf nicht den einen Ring, aber auf einen nummerierten Soul-Ring. Reaper, Fliesen und. Nee. Rosie ist auch so eine Art von Combo-Piece, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann haben wir Mountain. Saurons Ramson, auch hier diese Karte ist auch teuer geworden. Kostet, glaube ich, auch ein 10er oder 12 oder so. Weil sie im Modern jetzt gespielt wird, spielt am Bowmaster vorbei. Ihr merkt, da ist so eine Kontinuität drin, wird im Legacy gespielt. Sehr, sehr, sehr coole Karte. Man sucht halt einen Gegner aus. Der guckt die obersten 4 Karten des Decks an, legt einen Pfeil verdeckt, einen Pfeil offen und man sucht sich einen davon aus. Sehr, sehr gut. Der Rest geht in den Friedhof und der Ring tempted ein. Sehr, sehr cool. Wirklich coole Karte. Gantier, Galadriel, noch ein Nazgul. Wir haben jetzt den 3. Nazgul. Das ist für einen Collector-Booster echt gut. Weil normalerweise, wie gesagt, diesen Ankamen, die sind relativ selten, auch in den anderen Boostern. Dementsprechend ist das schon ziemlich, ziemlich gut. Da haben wir noch eine Galadriel. Und ich muss halt sagen, die Galadriel hier ist einfach so viel cooler. Das ist auch die auf der Playmat tatsächlich. Ist so viel cooler als diese Galadriel. So, dann haben wir einen Gandalf, Friend of the Shire. Den hatten wir gerade eben auch schon, wie gesagt. Ist auch hier die Promo. Sehr teuer gerade. Ich wiederhole mich. Und wir haben Elrond, Master of Healing. Der sieht cool aus. Der sieht wirklich cool aus. Ist, glaube ich, auch der Commander, wenn mich alles täuscht. Letztes Booster. Das machen wir mal auf. Treasure. 1, 2, 3. Schade. The White Hand, Uluk. Mann, es gibt so viele Legendaries, die ankamen in diesem Set sind. 4, Fire, Faust. Sehr, sehr cool. Damage can't prevent this turn. Das ist sehr stark gegen den einen Ring. Und dann fühlt man X Schaden einer Kreatur und einen Schaden jeder anderen Kreatur mit demselben, die derselbe Typ runter. Ui. Ui, das ist gar nicht mal bad. Haben eine Plains. Doors to Durin, auf Durin. Battle Bywater, auch eine sehr starke Karte. Hab jetzt schon öfter im Sideboard von Decks gesehen, gerade von so Mono-White-Creature-Decks, so Weenie-Creature-Decks, weil sie halt alle Kreaturen mit Stärke 3 oder höher zerstören. Mirwalk Elk, der sieht cool aus.
Gollum, Pechne Plotter. Pippin, den hatten wir gerade eben schon. Sehr cool. Lost Isle Calling. Zweimal Enchantment. Immer wenn man scryt, legt man First Counter drauf. Für 6 Mana kann man das Ding exilen. Eine Karte für jeden First Counter ziehen. Wenn er 7 oder mehr hat, kriegt man extra zu. Was? Was? Das ist ja geil. Commander. Geil. Pippin Beverage. Es ist immer noch so eine Karte, wo ich sage, das Artwork ist der Hammer. Aber die Karte ist nicht so geil. Aber der Artwork ist der Hammer. Das Artwork. Und wir haben Mary. Ist Queer of Rohan. 202-2 Eile. Kriegt Erstschlag, wenn sie equipped ist und wenn sie angreift. Okay, stark. Ja, so viel zu diesem Collector-Display. Vielen Dank nochmal, dass ich es öffnen durfte. Ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr enttäuscht. Auch wenn ich glaube, nicht die größten Hits drin hatte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt gerne das Video unten einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr mehr Openings oder sowas sehen wollt. Ich mache immer wieder Openings bei mir auf dem Channel. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.